Zone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Greedy Dungeon. Wir schauen uns das Tutorial an. Greetings, welcome to Greedy Dungeon, a place where addictive and attractive to those greedy souls. In the quest, you'll face enemies, treasures, and random events. Let's learn about the basics first. This is your HP and fatigue point. Don't make me explain what HP is. For fatigue point, you'll gain one every time you move. Sind das die hier oder die hier? Ja, sehen wir. Yeah, if you make these drops full, drops, okay, also die hier. You'll have penalty for decreasing one hand card in combat every turn, so keep in mind of this. You'll stop gaining fatigue points if you have penalty for decreasing three hand cards. By the way, some random event will give you fatigue points as well. Let's try to make you move first. You can adjust your camera by dragging with your mouse or using the icons on the left. Click on the right arrow next to your character icon to move. Okay, wir haben ein Fatigue dazu bekommen. See, not that hard, right? And also you can check here that you gained one fatigue. Yeah. Let's keep this up and keep moving. Loot your treasure and proceed. 20 Gold, 20 Crafting Materials. Wir können beides nehmen, okay. Good job. You just found a treasure. Don't be too excited yet. Claimed treasure will be in vain if you die and fail the quest here. These are your objectives. When leaving the quest, you'll gain bonus if you're alive and completed the objective. If you complete the objective and stay alive, you will gain another bonus too. Okay. Before further information, let's check your deck first. Here you can check your deck. You noticed the loot you claimed, right? Claimed treasure will get in here as well. In other words, when in combat, your loot will be an obstacle from letting you fight with your beast. But there's a way to prevent this. Let's go back to the map for a second. Ach so, yeah. And go to your loot, which I sometimes call locker. In this screen you can check on your current loot and the loot you already saved. Saving your loot will prevent those loot to be in your deck anymore, otherwise your loot will mess up your combat. And don't worry, you'll still have all the loot you claimed, doesn't matter if they're saved or not. The only thing you need to take care of is having too much loot in your deck isn't a good strategy. By the way, your loot card has effect that benefits your combat too, but it's just for emergency, basically. But once it's used, you won't get it back anymore, so just use it if you have no other way. Enough talking, let's save your loot so far. Okay. Ach so, dreimal kann man das machen. See? Easy, right? Once it's saved, it won't show up in your deck again. But please notice that you can only save your loot up to a certain time. It's based on how many room the quest has. Okay. Let's go back to the map. Let's keep this up and keep moving. I'm not showing you the arrow this time. An event. A trap. Rooms full of traps, but there are still ways to break through it. You will pass through relentless, bekommen wir minus 24 Hitpoints, oder mit ein bisschen Fatigue oder noch mehr Fatigue. Wir nehmen hier mal HP. You pass through the traps like a man without fear, wearing painful but prideful scars throughout your body. You just encountered a random event. Based on your choice, you might lose some HP or gain some FP.
Ja, in dem Fall haben wir uns für die HP entschieden. But events are random anyway, so instead of a negative effect, sometimes it might have positive effect. You just need to choose which fits you the best, so choose wisely. Let's deal with the HP you lost or FP you gained before anything bad happens. Okay, click on the potion up here. This is your potion bag. HP potion can heal you up to 30% of your max HP. FP potion can remove your FP up to 5 FP. Elixir can heal both your 50 HP and 7 FP. Okay. Eye drop can reveal your surrounding rooms without actually moving into that room. Let's heal your HP and FP first. Drinking potion will aid your journey drastically, and don't worry, your potions will be refilled at the start of every quest. Before moving on, let's see what's in the next room waiting for us. Although the potions are useful, please be aware that you can't use these in combat. Let's head back to the map. Thanks to the eyedrop, we can see we'll face some enemies in the next room. Now we've already saved our loot and drank our potion. Preparation has completed. Let's get in here. Good. Player phase. This is where the combat takes place. Your hand cards are shown below. You can cast as many cards as you want per turn as long as you don't dry out your mana. Here displays your current mana und das zeigt die Kosten der Karten. Let's talk about cards. Every card has mana cost. If it's a loot card, then it's free to use. You can level up your cards and buy cards in main menu after the tutorial. Card effects can also be scaled by your strength and defense. Both stats are based on your equipment, which can also be upgraded too. Now try to cast your cards. Moment, mal kurz schauen. Attack, Level 1 von 50, okay. Card effect deals 7 damage to the nearest enemy. Okay. To cast your card, right click to see the card information, left click on the card you wish to use to drag it. Okay. After clicking the card, move this to the center area and click again. Fantastic. Now you know how to use cards, but if you changed your mind, you can use right click to put it back. Later on, if you want to know what the enemy can do or check the stats, just right-click the enemy, will show its information. Cards not only deal damage, you can gain block to reduce the incoming damage as well. However, if you start your turn with some leftover block, it will decay into half of it. To end your turn, click this mana button. Okay. You will discard all your hands when turn ends. Your discard pile will shuffle back to your deck pile once your deck is empty. Also Standard Deck Building Technik. Now try to defeat the enemies here and clear this quest. Okay, wir haben nur Attack. Das heißt, so. Und wir bekommen Gold, Crafted Material und Gold. Congrats, now you cleared the quest, your tutorial ends here. Let's head back since you got nothing to do here. Gaining crystal can rank up your character. However, crystals can only be seen when the dungeon rank is higher or equal to your current rank. In normal cases, you can keep your ass here to be greedy and loot more, but for now, let's head back. Ja, da gibt's auch nicht mehr zu erforschen. Quest complete. Okay, wir haben Kohle und Crafting Material bekommen.
So, das hier sehen wir unser Deck. Oh. Remove Quest Menu, Show Owned Cards or All Cards, Deck Count, Paste Copy, Change Deck Name, Click on a Card to Add to your Deck. Okay, das lassen wir noch. Smith, Click here to Change Tab, Click here to Upgrade Equipment, Click here to Check Card, to Upgrade Card. So, wir haben nämlich 300. Wir könnten jetzt mal hier, zack, da machen wir jetzt schon 8 Damage. Wie wäre es, wenn wir... Schauen wir mal, haben wir die... Ja, wir haben die alle. Detective and Error Shot, Multi-Error, Grind the Heart und Rock Shoot. Die haben wir alle drin, das heißt, wir werden alle einmal upgraden. Dazu haben wir Geld und... Das macht schon richtig gut Schaden jetzt. 12 Damage. Store, hier können wir... Ja, toll, das hätte ich vorher schauen sollen. Wir können hier neue Karten kaufen. Kostet allerdings. Quests. Edit Deck. Start the Quest. Change Deck. Okay, wir machen hier mal Rank 0. Easy. Zum Aufwärmen. So, geht los. Und gleich mal ordentlich Kohle. You encountered a room with a special glass-made chest. Taking it will take some effort. Will you take it? Dungeon cards can only be used in current dungeon. Wollen wir das? Deal damage to all the enemies equals to 25% of the max HP. Nö, wir lassen das mal. You left the card, leaving the card behind. Knowing that it can only be used here doesn't make you want it. Das stimmt sogar irgendwie. So, wieder ordentlich Zeug. Da werden wir doch jetzt mal saven, würde ich sagen. So, jetzt bekommen wir hier schon eine Karte weniger, weil unser Fatigue voll war. Das heißt, jetzt müssen wir mit 3 Karten zurechtkommen. Deal 2 damage to the furthest enemy and stun for 1. 8 damage gains 8 block. Wir haben, nachdem wir 3 Mana haben, können wir das alles machen. Und der wird auch gestunt. Grind the heart. Deal 12 damage to the nearest enemy. If it has block, deal additional 12 damage. Das wäre cool. Und wir könnten, oder wir werden ein bisschen Block dazu bekommen. Play a face. So, Multi-Arrow. Das gefällt mir. Zack. Und zack. Und Gold. Wir haben eigentlich alles, wenn ich jetzt Keep Exploring mache, dann sieht man, ja, macht eigentlich keinen Sinn. Leave. Tam, tadam. Richtig viel Geld bekommen. Das heißt, wir sind Rang 1. Nö. Oh ja. Wir sind Rang 1. Unser Equipment ist Rang 0. Glaube ich. Was ist, wenn ich die jetzt kaufe? Deal 1 damage to the furthest enemy and bleed for 2. Wir nehmen das jetzt mal und wir nehmen das jetzt mal.
Weil Geld haben wir ja. Und da will ich eigentlich gleich mal ordentlich. Oder wir machen hier noch. Ich mache jetzt mal alles auf. Ah, Need Rank 2. Aber hier machen wir schon 24 Damage. Hier gehen 15 Block. Das ist cool. Hierfür zum Aufrüsten unseres Equipments haben wir noch zu wenig Metallzeug. Ja. Relics haben wir noch nicht, Rank 5. Das heißt, wir versuchen uns jetzt mal an einem normalen. Ah! Ich wollte noch die eine Karte mit ins Deck nehmen. Das habe ich jetzt vergessen. Naja. So, gleich mal ein Kampf. Zwei Damage and Stun. 15 Damage ist mir lieber. Und hier nochmal 12 Damage. Autsch. Oh, wir bluten. Was steht hier jetzt? For 3 turn receiving unblock damage will take 50% additional damage. Das ist nicht schön. Grind hard. Multi-Arrow ist schön. In dem Fall. 24 Damage. Gut, wir... Wobei... Der wäre kaputt, aber dann kann ich keinen dritten mehr machen. Aber trotzdem machen wir das. So, der macht jetzt trotzdem Schaden. Nö, der hat sich Shield genommen. Da haben wir das. Das macht jetzt richtig schön Schaden. Zack. Und ein Attack nach und fertig. So, gehen wir hier weiter. Der nächste Kampf. Ah, 24, der hat 25. Okay. Zumindest ist der gestunt. Das heißt, er kann nicht... Oh doch. Hier haben wir schon ein Crafting Material, das bringt nicht viel. Aber ich könnte es ausspielen. Dann bekäme ich 3 Block dazu. Aber dafür sind die 12 Crafting Material weg. Das will ich natürlich jetzt nicht machen. So. Ich glaube, es ist Zeit, zu den Loot zu saven. You encounter the room with a special glass-made chest. Das haben wir nur hier. Deals damage to all the enemies equals to 25. Also wir haben nicht besonders viel. Wir ignorieren die jetzt mal. Werden jetzt eine Fatigue Potion nehmen. So. Das macht auf jeden Fall 18 Schaden insgesamt. Und dann nehmen wir uns noch ein bisschen Block mit. Dann 15 Schaden. 24 Schaden, das ist mal gut. Wir hier 15 Schaden und hier nochmal Schaden. Sehr schön. Kann ich hier nicht, gibt es hier keinen Loot All Button. So, einen Enemy Room müssen wir noch. Okay, zweimal kann man Loot saven.
das war doof. Wir haben jetzt nur drei Karten zur Verfügung. So machen wir das. Ach so, schade. So, auf jeden Fall alle drei. Einmal, zweimal und dreimal. Schade, der hat mit einem Hitpoint überlebt. Ich muss auf jeden Fall die Attack-Karte einmal noch mindestens upgraden, damit wir mehr als 25 Schaden machen. Also wir haben nicht viel Leben. Das passt. Und das passt. So, wir sind hier soweit fertig. Quest complete. Oh, richtig schön. Viel bekommen. Im Store gibt es wieder neue Sachen. Um 100.000. Wow. 6 damage to the nearest enemy and bleed for 2. Das wäre auch schön. Auf jeden Fall nehmen wir hier mal eins raus. Dann nehmen wir diesen. Und einen normalen Attack dazu. Ach so, ich kann hier gar nicht. Ah, blöd. Dann machen wir hier einfach jetzt alles upgraden. Das geht hier, das geht nicht mehr. Hier können wir was upgraden, und zwar Fatigue ist eigentlich immer ein Problem. Somit haben wir ein Fatigue mehr. Dann machen wir jetzt mal Rank 1 auf Easy. Mit 11 Räumen. Okay. Toll. 68 haben die schon. Wow. T-Arrow. Ach so, das wäre schon. Machen die viel Schaden? 11. Oh. Das ist gut. Stun. Can't move. Okay. So. Ich mache jetzt mal das und das. Ein Crystal, okay. Wir werden das jetzt gleich mal saven, weil ich irgendwie nicht das Gefühl habe, dass ich hier lebend rauskomme. Irgendwas sagt mir, dass ich hier nicht lebend wieder rauskomme. So, wir können hier den letzten ordentlich Schaden machen. Au. Das
das ist jetzt schön. Das ist super, aber... Oh! Ja, ich glaube, das war's jetzt. So. Das ist aber schon gesaved gewesen, oder? Nicht sicher. Hier gibt es auf jeden Fall schon wieder neue Karten. Relics natürlich noch nicht. Also das ist noch nichts für mich. Das heißt nochmal ein normaler. Aber Rank 1 sind auf jeden Fall die Gegner schon zu stark für mich. You found a dying traveler with an eerie face. I need an elixir. I'll give you crafting material in exchange. Ja, machen wir. You gave him the potion he requested kindly. You've such a kind soul. I can't be back to safety without you. I don't thrive on greed from now, so take all the stuff I have and be safe. Oh, dafür bekomme ich Loot auch noch, also Gold auch noch dazu. Hat sich ausgezahlt. A bonfire lying in the middle of room, soothing and sedating. You feel like you can take a rest here and remove some of your weariness. 40 Hitpoints bringt uns nix. 20 Hitpoints und 3 Fatigue. Wir haben nur 3. Das können wir machen oder das können wir machen. Ist eigentlich egal. You fell asleep in such peaceful mood you've never experienced and woke up to keep on fulfilling your mission. How motivating. So, dann gehen wir hier runter. A bonfire lying in the middle of room soothing. Ja, genau das gleiche wieder. Gut. Kampf. Attack, attack. Arrow shoot. Attack, attack. Arrow shoot. So, zack. Multi arrow. Okay. Das passt, das passt, das nicht, aber das passt. Gut, jetzt könnten wir Loot saven. Jetzt hätten wir Loot saven machen sollen. Wir bleiben jetzt allerdings noch hier. Und schauen, oh, hier gibt es nichts. Gut, dann gehen wir. Quest erledigt. Complete Bonus ist 200%. Feine Sache. Hier bekommen wir mehr Health. Hier mehr Mana und mehr Karten. 5 Karten. Sehr cool. Und hier würden wir hier in das in Klammer plus 0. Genau, haben wir jetzt plus 5. Sehr, sehr schön. Wir brauchen diese Kristalle hier, um aufzusteigen im Rang. Glaube ich. Gehen wir jetzt mal hier. Aber nachdem es immer noch Rang 0 ist, hoffe ich, dass die Gegner nicht so stark sind.
So, wir haben hier unser Fatigue wegmachen können. Okay, die haben 30. Und ich mache hier 29 Schaden. Na toll. Gut. Das passt. Und hier. Arrow und einen weniger. Ich darf nur nicht vergessen, dass ich jetzt eine Potion trinke. Okay. Und zwar das hier. Und gesaved wird. Ist das eine Art Bossfight? Sehr schön. Multi-Arrow, das wollte ich sehen. Zack. Perfekt. Bleiben allerdings noch. Ich will die restlichen Räume noch sehen. So. Zweimal Attack und fertig. Potion. Zack. Nach diesem Kampf muss ich mich auf jeden Fall heilen, würde ich sagen. Allerdings auch nicht wirklich was. Das könnten wir auch noch machen. You encountered a brewery. Looks like you can take some potions here. 2 health potions, fatigue potions and 1 elixir. You took the potions, perhaps it is luring you to go deeper. Also jetzt haben wir hier wieder einiges an Potions. Sehr schön. You found a dying traveler with an eerie face. Dann geben wir ihm das Elixier. Bekommen wir 164 Gold dafür. Danke sehr. Und jetzt haben wir alles erkundet. Quest complete. Schön, da können wir jetzt alles upgraden. So, jetzt haben wir 100. Somit alles auf Rang 1 hier. Und hier haben wir jetzt auch alles abgegradet, soweit. Breaking through. Gain 4 plus 3 Block and deal the same amount to the nearest enemy. Das ist auch schön. Nehmen wir mit. Werden wir gleich einbauen. Und zwar statt dieser Karte hier nehmen wir das noch mit. Okay. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.